nach dem Sturm. Eine stürmische Nacht mit viel Wind und Regen. Senior Regen und seine Regenwolken waren unterwegs und machten das Wetter. Mehr Regen, bitte, sagte Senior Regen. Mr. Wind half. Er rüttelte an den Bäumen und fegte Regenwolken am Himmel umher. Sie arbeiteten die ganze Nacht und gingen erst am frühen Morgen zu Bett. Mr. Wind erwachte in seiner Höhle in den Bergen. Das war vielleicht eine stürmige Nacht, sagte er. Er fegte aus seiner Höhle heraus und streckte sich. Ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts und wieder nach links. Er sah seinen kleinen Apfelbaum. Er kam näher zum Apfelbäumchen. Ja, wo sind denn deine Blätter? Wo sind sie? Er schaute hinter seiner Höhle nach. Keine Blätter. Er schaute hinter das Apfelbäumchen. Keine Blätter. Er hob den großen Felsen hoch und schaute darunter. Keine Blätter. Ja, wo sind die denn alle? Er durchsuchte seine Höhle. Ein paar verkrumpelte Blätter versteckten sich in der Ecke. Sagte Mr. Wind. Ich habe eine Idee. Das sollte funktionieren. Er blies die Blätter aus der Höhle. Und ein paar Blumen. Und auch Federn. Und Regenschirme. 2, 3, 4, 5 Regenschirme. Und eine Flasche mit Klebstoff. Er stellte die Regenschirme um den kleinen Apfelbaum herum. Ein wenig später kam Senior Regen den Berg hochgehüpft. Guten verspäteten Morgen, Mr. Wind, sagte Senior Regen. Du bist aber sehr früh auf. Was machst du denn? Guten verspäteten Morgen, Senior Regen, sagte Mr. Wind. Ich repariere meinen Apfelbaum. Den hat letzte Nacht jemand ausgezogen. Den Apfelbaum ausgezogen? Fragte Senior Regen. Ja, unglaublich, oder? Sagte Mr. Wind. Der kleine Apfelbaum war heute Morgen blätterlos. Letzte Nacht war es schon sehr stürmig, sagte Senior Regen. Wir haben schwer gearbeitet. Senior Regen dachte nach. Wer könnte bloß die Apfelbaumblätter gestohlen haben? Vielleicht ein Apfelbaumblätter fressendes Ungeheuer. Die Sonnenschildkröte kam langsam den Berg hoch. Ja, stimmt. Und dann kommt doch jemand vorbei und stiehlt alle meine Apfelbaumblätter. Eine Frechheit, sagte Mr. Wind.
Wer hat die Apfelbaumblätter gestohlen? Fragte die Sonnenschildkröte. Keine Ahnung, sagte Mr. Wind. Die Reparatur ist fertig. Reparatur? Welche Reparatur? Fragte die Sonnenschildkröte. Vom Apfelbaum, sagte Senior Regen. Wie repariert man denn einen Apfelbaum? Fragte die Sonnenschildkröte. Wollt ihr es sehen? Fragte Mr. Wind. Ja, klar doch! Riefen die beiden. Mr. Wind fegte die Regenschirme weg. Tada! Senior Regen starrte auf den reparierten Apfelbaum. Sein Mund klappte auf. Die Sonnenschildkröte starrte auf den reparierten Apfelbaum. Ihr Mund klappte noch weiter auf. Sie konnten ihren Augen kaum glauben. Der kleine Apfelbaum hatte viele verschiedene Blätter, in vielen Farben und etwas zerdrückt. Frische grüne Blätter, große und kleine Blätter, rote und gelbe Blumen und blaue Federn. Mal was ganz was Neues, sagte die Sonnenschildkröte. Aber hallo, sagte Senior Regen. Neu, aber schön, sagte Mr. Wind. Sehr ungewöhnlich, sagte Senior Regen. Mir gefällt's, sagte die Sonnenschildkröte. Ich mag meinen kleinen Apfelbaum, rief Mr. Wind. Komm, wir machen ein Selfie.